Dann kommen wir zur Frage 476. Das ist, Fragestellerin ist die Kollegin Sabine Waschke. Frau Waschke, drücken Sie mal. Da, wunderbar. Ja, und damit, Herr Präsident, kommen wir zu meiner alle Jahre wieder Frage, die ich heute bereits zum 7. Mal stelle. Und damit frage ich die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand betreffend Planung und Nutzung des Grünhofareals auf der Wasserkuppe? Herr Minister Boddenberg. Ja, Frau, nee, ich glaube, ich habe Sie auch schon zweimal, also zum zweiten Mal heute, bin Ihnen sehr dankbar für die gut sortierte Wiedervorlage. Das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die sich sehr um dieses Areal kümmern. Ich glaube, bei der Gelegenheit sollte Markus Meißner nicht ausgelassen werden, der leider erkrankt ist. Aber Thomas Hering und er waren gerade in der letzten Plenarrunde mit weiteren neuen Ideen bei mir. Das sage ich auch in Ihre Richtung. Ist auch sicherlich sinnvoll, dass die örtlichen Kolleginnen und Kollegen mal losgelöst von Parteienzugehörigkeit sagen, wo wir helfen können, Ideen haben, angesprochen werden, was aus dem Areal sich entwickeln ließe. Machen wir das. Sie wissen aus Ihren regelmäßigen Anfragen, dass es nach wie vor eine schwierige Gemengelage, gerade mit Blick auf den Denkmalschutz, ist. Das kritisiere ich nicht, das stelle ich nur fest. Und es sind eine ganze Reihe von Dingen noch in der Begutachtung. Die Gutachten sind aber auf dem Weg der Fertigstellung. Sie wissen auch sicherlich über das, was vor Ort gesprochen wird, dass es das ein oder andere unterschiedliche Interesse auch von privater Seite gibt. Ziel des Landes ist es nach wie vor natürlich, die Bürogemeinschaft Biosphärenreservat dort wieder unterzubringen. Insofern hat sich an der Sachlage nichts geändert. Man kann sich über die Geschwindigkeit oder Langsamkeit, besser gesagt, der Vorgänge ärgern. Aber es ist nun mal relativ komplex. Ich lasse jetzt alles weg, was ich, glaube ich, beim letzten Mal schon berichtet habe, von der Insolvenz einer Jugendeinrichtung bis hin zu, wie gesagt, dem Denkmalschutz, der verschiedene Facetten hat, bis hin zu dem Interesse signalisieren des Landkreises, dann späterhin die Aussagen des Landkreises, dass es unter den Kautelen doch kein Interesse des Landkreises gibt, sich dort wieder einzubringen. Das ist alles nicht so richtig erfreulich, aber ich würde wirklich sagen, auch als jemand, der aus Frankfurt kommt, aber immer einen Blick in die Rhön hat und in andere Regionen Hessens, sage ich ausdrücklich, habe ein wirklich großes Interesse daran, dass wir jetzt Schritte weiterkommen. Und ich glaube, dass Ihre nächste Anfrage dann auch eine etwas weitergehende Antwort möglich macht. Vielen Dank, Herr Minister. Erste Nachfrage stellt die Kollegin Waschke und Herr Lenders hat sich auch schon gemeldet. Frau Waschke, Sie haben das Wort. Ja, Herr Minister Boddenberg, vielen Dank. Trotzdem mache ich es noch mal ein bisschen konkreter. In der Hoffnung, es kommt doch noch vielleicht das eine oder andere Konkrete dabei heraus. Was tut die Landesregierung, um die Sanierung des Grünhofshaus nach 7 Jahren Stillstand, um es auf den Punkt zu bringen, zu beschleunigen? Herr Minister. Ja, das ist jetzt Ihre Bewertung, Stillstand. Ich glaube, zunächst mal wissen Sie um die Historie des Gebäudes. Das muss ich hier nicht darlegen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach am Ende, egal wer es nutzt, ob das Land mit öffentlichen oder halböffentlichen Einrichtungen oder private Investoren. Sie wissen, dass es Interessenten gibt, gerade auch aktuell in Richtung Hotel. Dann kommt aber nur ein Teil der Fläche in Frage. Und insofern ist Stillstand sicherlich eine falsche Beschreibung deswegen, weil es ist ja nicht so, dass seit 7 oder 8 Jahren zugeschaut wird und gar nichts passiert, sondern es gab immer wieder mal auch Vorstöße von privater Seite bis hin zu einer französischen Hotelgruppe. So, und nochmal vor dem Hintergrund habe ich gar nicht mehr zu sagen als das, was ich in der ersten Antwort Ihnen dargelegt habe, außerdem, dass wir Schätzungen haben, das wissen Sie, dass in die Bausubstanz irgendwo so mindestens mal 10 Millionen Euro investiert werden müssen. Das macht aber doch nur Sinn, dieses Invest, wenn man irgendeine Idee hat, was dann in Folge in der Nutzung passiert und da noch ein paar Dinge offen sind, nochmal auch mögliche private Nutzer, jedenfalls von Teilen dieser Liegenschaft, glaube ich, sollte man nicht einfach jetzt drauf losbauen und sanieren, sondern schon gucken, dass man die Dinge zusammenfügt. Ich will wiederholen, ich kümmere mich wirklich persönlich. Leider sind die Reisemöglichkeiten eingeschränkt, aber ich bin auch der Erste, der da oben mal auch Gespräche führt vor Ort, auch mit möglichen Interessenten, gemeinsam mit dem Landkreis. Und insofern sage ich Ihnen zu, dass jedenfalls von unserer Seite her alles unternommen wird, damit es kein Stillstand wird. Vielen Dank. Nächste Nachfrage stellt der Kollege Lenders.
Bitte mal drücken. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Wenn Sie doch so oft in Hessen unterwegs sind, wie Sie gesagt haben, ist Ihnen persönlich die Halle der Flieger bekannt? Und sieht die Landesregierung die Halle der Flieger als erhaltenswert an und wird sie sich dafür einsetzen, dass diese Halle erhalten bleibt? Herr Minister. Also mir ist das ganze Areal bekannt, zugegebenermaßen aber auch aus einer etwas länger zurückliegenden eigenen Begehung, in ganz anderem Zusammenhang. Was am Ende rauskommt, was erhaltenswert ist, sollten die Gutachten zum Denkmalschutz hervorbringen. Das ist ja nicht nur eine politische Entscheidung oder nur eine denkmalschutzbedingte Entscheidung, sondern es ist auch eine Entscheidung, wo man, glaube ich, mit viel Fingerspitzengefühl herangehen muss. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Nachfrage stellt die Kollegin Waschke. Ja, Herr Minister, plant die Landesregierung, den Erbbauvertrag wieder auf das Land Hessen heimfallen zu lassen, um damit wieder die Verantwortung für das Areal oben auf der Wasserkuppe zu übernehmen? Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, auch das hatte ich, glaube ich, im letzten Jahr schon mal beantwortet. Es gibt ja zum einen dieses Erbbaurecht der Volksbank vor Ort. Das ist, glaube ich, presseöffentlich, deswegen kann ich das auch hier ansprechen. Da gibt es aber noch Verhandlungen mit der Volksbank, wobei ich davon ausgehe, dass diese Verhandlungen so abgeschlossen werden können, dass wir dort eintreten. Das geht um 250.000 Euro, das ist der dahinterliegende Betrag. Im Moment sieht es so aus, als würden wir gemeinsam mit dem Landkreis dort eine Quote zum Ergebnis bringen, dass wir da einsteigen. Danke, Herr Minister. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur Frage 478. Fragesteller ist der Abgeordnete Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung. Wann ist mit der für Anfang 2021 in Aussicht gestellten Priorisierung betreffend der Ortsumgehung Freigericht Hasselroth zu rechnen? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Degen, die Unterlagen bezüglich der Priorisierung einer Ortsumgehung Freigericht Hasselroth im Zuge der Landesstraße 33/39 sind derzeit in der abschließenden Bearbeitung, also es dauert nicht mehr so lange. Gibt es Zusatzfragen? Ja, Kollege Degen. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Können Sie mir denn sagen, wie viele Maßnahmen insgesamt aktuell für diese Priorisierung in Frage kommen, damit man so ein Gefühl dafür hat, wie groß ist die Konkurrenz? Herr Minister. Also aus dem Gedächtnis würde ich jetzt mal sagen, um die 20. Das sind Ortsumgehungen, die in der Vergangenheit schon mal betrachtet waren und manche andere, die dazugekommen sind. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber um die 20 müsste hinkommen. Gibt es Zusatzfragen, Herr Degen? Auch da vielen Dank, Herr Minister. Noch eine weitere Nachfrage. Können Sie aufgrund Ihrer Unterlagen und unabhängig jetzt von der Finanzierungsfrage, die ja mit der Priorisierung verbunden ist, mir sagen, ob Sie denn grundsätzlich dieses Projekt dieser Umgehungsstraße denn für sinnvoll erachten? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das ist ein netter Versuch, aber natürlich machen wir eine Priorisierung deshalb, weil wir nach fachlichen Kriterien abschätzen wollen, von der Frage, wie viele Fahrzeuge fahren durch den Ort, von der Frage der Unfallhäufigkeit, von der Frage der überörtlichen Belastung und so weiter, bis hin zur Frage, wie viele Fahrzeuge durch eine Ortsumgehung nicht mehr durch den Ort fahren würden und wie viel Ziel- und Quellverkehr sind. Und deswegen sage ich es mal so, alle Ortsumgehungen, die vor Ort gefordert werden, werden von denen vor Ort für sinnvoll gehalten. Ob das auch im Vergleich dann in der Priorisierung so ist, genau deswegen gibt es eine Priorisierung. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 480. Fragesteller ist der Abgeordnete Daniel May. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Schulen werden von ihr im Rahmen des Bund-Länder-Programms Schule macht stark, wie gefördert? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, für das Bund-Länder-Projekt Schule macht stark haben sich 14 hessische Schulen und ein Schulverbund fristgerecht auf die Ausschreibung des Hessischen Kultusministeriums im Hessischen Amtsblatt im Oktober 2020 beworben.
Grundlage für die Einzahl teilnehmender Schulen ist der Königsteiner Schlüssel, wonach in Hessen 15 Schulen an dem Bund-Länder-Projekt teilnehmen können. In Hessen nehmen jetzt nachfolgende Schulen an diesem Bund-Länder-Programm teil: die Brüder-Grimm-Schule in Hofgeismar, die Georg-Büchner-Schule in Kassel, die Georg-August-Zinn-Schule in Kassel, die Ketteler-Franke-Schule in Bad Homburg, die Erich-Kästner-Schule in Oberursel, die Alexander-von-Humboldt-Schule in Gießen, die Georg-Büchner-Schule in Gießen, die Grundschule 2 in Stadt-Allendorf, die Schule am Mainbogen in Frankfurt am Main, die Ernst-Reuter-Schule 2 in Frankfurt am Main, die Grundschule Zeppelinheim in Neu-Isenburg, die Hans-Christian-Andersen-Schule in Neu-Isenburg, die Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt und die Wilhelm-Heinrich-von-Riel-Schule in Wiesbaden. Dazu kommt der Schulverbund aus der Schule an der Mümmling und der Ernst-Göbel-Schule in Höchst. Das sind, wenn man das nach Schulformen aufteilt, 6 Grundschulen, 5 integrierte Gesamtschulen, 2 kooperative Gesamtschulen, 1 Mittelstufenschule und 2 Förderschulen. Und darüber hinaus wird noch eine Haupt- und Realschule, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach, in die Netzwerkarbeit assoziiert, damit wir auch eine Haupt- und Realschule dabei haben. Sie sehen bereits in dieser Auflistung der Schulformen, dass die teilnehmenden Schulen eine sehr große Bandbreite repräsentieren. Ich kann das auch anhand der Schülerzahlen noch einmal verdeutlichen. Die kleinste Schule hat weniger als 100, die größte mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler. Zudem liegen die Schulen, darauf haben wir natürlich auch geachtet, über das gesamte Land Hessen verteilt, also einige im urbanen und andere im ländlich geprägten Raum. Gemeinsam ist allen Schulen, dass sie sich zur Aufgabe gesetzt haben, der Bildungsbenachteiligung ihrer Schülerschaft durch Unterstützung und in Begleitung der Forschung entgegenzuwirken. Das Bund-Länder-Programm sieht in der ersten Phase, jetzt ab dem Schuljahr 2021/22, folgende Arbeitsschwerpunkte vor: die Neu- bzw. Weiterentwicklung von Strategien und Konzepten für die Schul- und Unterrichtsentwicklung, die Vernetzung der Schulen mit ihrem sozialräumlichen Umfeld sowie die Vernetzung der Schulen untereinander. Daher starten die Schulen ab Sommer 2021 mit ihrer Neu- bzw. Weiterentwicklung von Strategien für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Kooperation mit den Forschungsanbietern. In einem ersten Schritt gilt es, die durch die Coronavirus-Pandemie gegebenenfalls veränderten Schulentwicklungsvorhaben zu benennen und entsprechend anzupassen. Ab Mai 2021 wird ein Kontakt zwischen den Schulen und der Forschung initiiert. Ein Ziel ist hierbei, die schulischen Entwicklungsvorhaben mit den Forschungsvorhaben zusammenzuführen. Und für diesen Prozess erhalten die Schulen folgende Formen der Unterstützung: beratende und koordinierende Unterstützung für die teilnehmenden Schulen zu ihrer Schulorganisations- und Unterrichtsentwicklung, Identifizierung von Forschungsangeboten im Sinne des Programms auf Grundlage des schulspezifischen Unterstützungsbedarfs sowie das Zusammenführen der Forschungsformate mit den Schulentwicklungsvorhaben der teilnehmenden Schulen, prozessorientierte Unterstützung durch die am Projekt beteiligte Forschung, beratende und koordinierende Unterstützung für die regionale und überregionale Netzwerkbildung, Fortbildung durch die 3 Projektbüros individuelle Förderung, also Nord, Mitte, Süd, die Teilnahme an Fachtagungen sowie Supervision, Beratung und Coaching für Lehrkräfte und Programmteams. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 484. Fragestellerin ist die Kollegin Astrid Wallmann. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile ergeben sich für Bürger, aber auch für die Verwaltung durch die elektronische Steuererklärung? Herr Minister Boddenberg. Ja, Frau Kollegin Wallmann, herzlichen Dank für die Frage. Für die Steuerpflichtigen, sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen in Hessen und den Personenvereinigungen, steht Mein Elster als Online-Plattform zur Verfügung. Die Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen und Anmeldungen leistet und weitere Services kostenlos und sicher bereitstellt. So können beispielsweise Daten aus Vorjahren übernommen und elektronisch vorliegende Bescheinigungen von Dritten, wie zum Beispiel Arbeitgebern, Rentenversicherungen, Krankenkassen und Versicherungen für die Einkommensteuer, abgerufen und automatisch in die Erklärungsformulare als sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung übernommen werden. Dieses Verfahren entbindet die Steuerpflichtigen von der Vorhaltung und Übersendung zahlreicher Belege und Bescheinigungen und führt so bei diesen zu einer deutlichen Entlastung der bürokratischen Aufwände. Nach Eingabe der Erklärungsdaten erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, sodass Erfassungsfehler und damit auch Rückfragen seitens der Finanzämter in der Regel vermieden werden können.
Die Anwender können sich zudem eine unverbindliche Steuerberechnung anzeigen lassen, die Auskunft auf zu erwartende oder über zu erwartende Steuererstattungen oder Nachzahlungen bietet. Seit dem vergangenen Jahr ist es in vielen Fällen bereits möglich, sich den Einkommensteuerbescheid ausschließlich als digitaler Verwaltungsakt elektronisch bereitstellen zu lassen. Auch lässt sich der weitere Schriftverkehr an das Finanzamt über Mein Elster abwickeln. Verwaltungsseitig können die plausibilisierten Daten unmittelbar weiterverarbeitet werden. Personeller Erfassungsaufwand wird dabei vermieden. In der Steuerverwaltung kommt ein Risikomanagementsystem sowie ein regelbasiertes Hinweisverfahren zum Einsatz. Die Daten können für diese Zwecke unmittelbar verwertet und bei Unstimmigkeiten für eine weitergehende Überprüfung ausgesteuert werden. Dies führt letztendlich zu einer beschleunigten Arbeitsweise und zu einem effizienten wie effektiven Personaleinsatz. Ziel der Verwaltung ist es, langfristig sämtlichen Schriftverkehr im Besteuerungsverfahren digital abzuwickeln. Das Verfahren Elster der Steuerverwaltung von Bund und Ländern wird in diesem Sinne sukzessive weiterentwickelt und erfüllt dabei alle Anforderungen an die IT-Sicherheit, den Datenschutz sowie den gesetzlich normierten Steuergeheimnis. Bereits heute geben 3 von 4 Hessinnen und Hessen ihre Einkommensteuererklärung elektronisch ab, Tendenz kontinuierlich steigend. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 485. Fragestellerin ist die Abgeordnete Christiane Böhm. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage an die Landesregierung ist, welche neuen Maßnahmen will sie ergreifen, damit Hessen den bundesweit letzten Platz bei der Beschäftigungsentwicklung in der Altenpflege verliert? Herr Minister Klose. Frau Abgeordnete Böhm, vielen Dank für Ihre Frage. Die Deckung des Fachkräftebedarfs ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen und nachhaltige Fachkräftesicherung ist eine organisations- und branchenübergreifende Zukunftsaufgabe. Sie dient der Sicherung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlstands des Arbeits-, Wirtschafts-, Lebens- und Technologiestandorts Hessen und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gemeinsam mit den Gestaltungspartnern der Arbeitswelt Hessen wird Fachkräftesicherung mit über 200 Fachkräfteinitiativen in Hessen gelebt. Die Fachkräftekommission Hessen, das Bündnis Ausbildung Hessen, die Aufnahme der Fachkräftesicherung in die Demografiestrategie des Landes und in die Dachmarke Arbeitswelt Hessen, der Aktionsplan Starkes Land, gutes Leben, der Hessische Gesundheitspakt 3.0, das Welcome Center Hessen, die Umsetzung der Charta der Vielfalt, das Willkommensportal Work in Hessen, der Hessische Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, die Initiative Hessen Beruf und Pflege vereinbaren, der Ausbau der Kinderbetreuung und die Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen sind neben den unzähligen kleinen und großen Maßnahmen in Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Regionen nur einige der vielfältigen Beispiele, die zeigen, wie wichtig uns Fachkräftesicherung ist. Eine der vielen beispielhaften Initiativen zur Stärkung der Altenpflege, nach der Sie ja im Besonderen gefragt hatten, ist die Landesinitiative Pflegequalifizierungszentrum Hessen, mit der wir eine Unterstützungsstruktur in Hessen aufbauen und umsetzen. Damit sollen in ländlichen Räumen ebenso wie in urbanen Zentren an Standorten in Nord-, Süd- und Mittelhessen sowie im Rhein-Main-Gebiet Arbeitgeber des Pflege- und Gesundheitssektors unterstützt und die Beschäftigten in diesem Bereich gestärkt werden. Ziel ist, hessenweit internationale Pflege- und Gesundheitsfachkräfte so zu fördern, dass sie schnellstmöglich Fachkräfte werden und in der Praxis eingesetzt werden können. Zudem kann das Pflegequalifizierungszentrum dazu beitragen, die Integrations- und Teilhabechancen der zugewanderten Pflege- und Gesundheitsfachkräfte zu verbessern. Berufsorientierungsworkshops sollen möglichst vielen jungen Menschen die Bereiche Gesundheit und Pflege sowie die Kinder- und Jugendhilfe näher bringen, damit sie dies in ihre Berufswahlentscheidungen mit einbeziehen können. Arbeitgebern wird so auch gleichzeitig die Chance eröffnet, die möglichen neuen Fachkräfte kennenzulernen. Um der Fachkräftesicherung auch im Rahmen der Digitalisierung während der Corona-Pandemie noch besser zu begegnen, hat das Hessische Sozial- und Integrationsministerium im September 2020 das neue Bündnis Fachkräftesicherung Hessen ins Leben gerufen. Darin vereinen sich die Gestaltungspartner der Fachkräftesicherung aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung, Gesundheitssektor, Kirchen, Kommunen, Regionen, Wissenschaft, Verbänden und Landesregierung.
Im Bündnis bringen sich zentrale VerantwortungsträgerInnen und Engagierte aller Gesellschaftsbereiche ein und konzentrieren ihre Expertise und Ressourcen. Das Bündnis besteht aus einem übergeordneten Dachgremium und 4 Fokusgruppen zu den Schwerpunktthemen Pflege und Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe, Internationalisierung und Vielfalt sowie Arbeiten im digitalen Wandel und im Handwerk. In den Fokusgruppen werden die Fachkräftesituation und künftige Bedarfe beraten, gute Praxisbeispiele identifiziert und deren Übertragbarkeit auf andere Arbeitgeber, Potenzialgruppen und Regionen erörtert, Lösungsansätze entwickelt und Vorschläge für geeignete Maßnahmen erarbeitet. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Nachfrage hat die Kollegin Böhm. Ja, danke für die Antwort. Sie sehen es mir bitte nach, ich hätte es gerne ein bisschen konkreter. Anscheinend ist Ihnen die Dramatik der Situation noch nicht so ganz klar. Wir haben innerhalb von 8 Monaten, und zwar ist es vom Anfang 2020 bis zum 31.08.2020, eine Abnahme von hessischen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Altenpflege von knapp 800 Personen. Das sind aber nur die Sozialversicherungspflichtigen. Wir haben natürlich bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten und anderen auch noch weitere Abnahmen. Damit hat Hessen den Platz 16 in der... Frau Kollegin Böhm, Sie müssten dann irgendwann noch so eine Fragekurve hinbekommen. Genau, ich frage die Landesregierung, inwiefern sie die Dramatik der Situation, die ich jetzt gerade darstelle, die ja anscheinend nicht angekommen ist, inwiefern sie die Dramatik dieser Situation erkennt, dass Hessen auf Platz 16 der Entwicklung der Fachkräfte, und da geht es mir auch um die Fachkräftesicherung, inzwischen dasteht. Vielen Dank, Frau Böhm. Ja, es war am Ende dann doch noch ein Fragezeichen vorhanden. Sichtbar, hörbar, durchaus. Herr Kollege Klose, Sie können beantworten, wenn Sie möchten. Ja, vielen Dank. Also jetzt wollen wir uns wieder beruhigen. Ich glaube, es war kein böses Gegrummel. Alle waren freundlich zueinander. Es war nur ein bisschen grummelig. Und jetzt hat der Staatsminister das Wort. Vielen Dank. Wir haben ja in diesem Landtag auch des Öfteren und ich glaube vergleichsweise unstreitig darüber gesprochen, dass es im Pflegesektor insgesamt seit vielen Jahren ein Beschäftigungsproblem gibt. Deshalb haben wir auch innerhalb des neuen Bündnisses Fachkräftesicherung dort einen eigenen Schwerpunkt gelegt. Ich habe Ihnen ja eben auch vorgetragen, welche Arbeitsgruppen wir gebildet haben, und das ist ja durchaus eine Neuerung. Ich will aber gleichzeitig auch sagen, dass der Aufwuchs der Beschäftigten in der Altenpflege in Hessen, wenn man auf die Pflegestatistik schaut, immer über dem Bundesdurchschnitt gelegen hat. Laut der Pflegestatistik, die ja alle 2 Jahre erhoben wird, waren im Jahr 2019 55.158 Personen in der ambulanten und stationären Langzeitpflege beschäftigt, und das war im Vergleich zu 2017 eine Steigerung von 7,6% bei den Vollzeitbeschäftigten und 7,2% bei allen Beschäftigten, während der Bundesdurchschnitt bei den Vollzeitbeschäftigten bei 4,9% und bei allen Beschäftigten bei 4,2% lag. Und ich finde, uns kann durchaus optimistisch stimmen, dass gerade der Aufwuchs bei den Ausbildungszahlen besonders erfreulich war. Von 2017 auf 2019 kam es da zu einer Steigerung um 20,7% in Hessen, während der Bundesdurchschnitt um 9,4% anwuchs, auf immerhin 4.418 Auszubildende in diesem Bereich. Und auch wenn man sich die jährlich erhobene Gesundheitspersonalrechnung anschaut, ergibt sich in der ambulanten Pflege sowohl von 2016 auf 2017 als auch von 2017 auf 2018 ein überdurchschnittlicher Aufwuchs in Hessen, sowohl bei den ambulanten Diensten als auch bei den stationären und teilstationären Einrichtungen. Insofern, das grundsätzliche Problem ist bekannt, haben wir ja auch schon, wie gesagt, hier diskutiert, aber die Entwicklung in Hessen ist eine eher erfreuliche. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe jetzt als nächste Fragestellerin Frau Dr. Sommer, und dann käme nachher noch mal Frau Böhm. Frau Dr. Sommer.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie hatten berichtet, dass Sie im Bündnis mit Expertise arbeiten von verschiedenen. Und ich würde gerne noch mal konkretisiert haben, wie Sie tatsächlich den demografiebedingten Bedarf, wir haben ja eine Prognose, dass in 2035 7.276 Altenpflegekräfte demografiebedingt und 5.688 altersbedingt fehlen werden. Also wie wollen Sie, also welche Handlungen, Praxisbeispiele und Lösungsansätze haben Sie mit dem Bündnis auf der Agenda? Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Herr Minister Klose. Ja, vielen Dank für die Nachfrage, Frau Sommer. Das Bündnis arbeitet ja noch. Das heißt, auch die Arbeitsgruppe, die ich gerade vorgestellt hatte, hat ihre Ergebnisse noch nicht abschließend vorgetragen. Sobald das der Fall ist, werden wir die selbstverständlich dann auch gerne dem öffentlichen Diskurs zugänglich machen. Im Moment ist es, glaube ich, angeraten, dass man die Expertinnen und Experten auch entsprechend arbeiten lässt. Vielen Dank, Frau Böhm. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Meine Nachfrage ist, gibt es denn eine Idee von Ihnen, warum jetzt gerade in diesen 8 Monaten, die ja zufällig auch zum großen Teil mit der Pandemie zusammenfallen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt bei diesem Rückgang an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und warum das in den anderen Bundesländern, wie beispielsweise Nachbarland Rheinland-Pfalz, überhaupt nicht so ist, weil die haben ja statt Fachkräfte zu verlieren, neue Fachkräfte gewonnen. Gibt es da eine Idee von Ihnen oder ist das jetzt noch ganz überhaupt aus dem Fokus bisher, aus Ihrem Fokus herausgenommen? Danke. Herr Minister. Frau Böhm, bei den Statistiken, die uns vorliegen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Pflegepersonalstatistik auch nur alle 2 Jahre erhoben wird, ist es so, dass das, was wir an unterdurchschnittlichen Ergebnissen für Hessen sehen konnten im stationären und teilstationären Sektor, diese ausschließlich auf einen überdurchschnittlichen Rückgang in Reha-Kliniken zurückzuführen waren. Von 2017 auf 2018 waren das 2,7%. Es ist aber ja auch kein Geheimnis und auch darüber haben wir uns ja schon verschiedentlich ausgetauscht, dass die Entwicklung in der Pflege während der Pandemie auch eine zusätzliche Herausforderung bedeuten. Und der wird insgesamt zu begegnen sein. Das ist auch regelmäßig Gesprächsgegenstand im Kreise der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister. Vielen Dank, Herr Minister. Letzte mögliche Nachfrage in dieser Fragestunde hat Frau Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte noch mal in die Zukunft schauen. Deswegen meine Frage, wie bewertet die Landesregierung das neue Personalmessungsinstrument von Professor Dr. Rothgang, um eine Pflegewelt ohne Sektoren zu schaffen, um umzusetzen. Inwiefern wollen Sie das umsetzen? Weil das ist ja gerade das Aktuelle, um in Zukunft dann tatsächlich auch in der Altenpflege multiprofessionell aufgestellt zu sein. Dankeschön. Herr Staatsminister Klose. Liebe Frau Sommer, dieses Gutachten von Herrn Professor Rothgang ist ebenfalls Gegenstand der Diskussion bei den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern. Wir sind uns insoweit einig, als dass wir jedenfalls Elemente daraus für besonders erachtenswert finden, es aber auch für sinnvoll finden, dass die Statistik und die Erhebung möglichst bundesweit vergleichbar sein sollte. Insofern wird das auch der weiteren Diskussion zugänglich sein und wir jetzt keine Inselentscheidung treffen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Fragestunde angelangt.